Es macht Spaß, diese Kantholzstücke zu dekorieren. Hier ist jede Bastelarbeit ein Unikat. Schaut einmal in eurer Weihnachtskiste, was ihr noch so verwenden könnt. Diese Weihnachtsdekoration ist einfach und schnell herzustellen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Für die Bastelarbeit benötigt ihr nun folgende Materialien. Hier habe ich ein Stück von einem Kantholz. Schaut mal, was ihr in den Schreinereien oder im Baumarkt so bekommt. Manchmal gibt es auch beim Bau Reststücke. Müsst ihr halt versuchen. So, dann braucht ihr weiter so eine Pappobstschachtel. Wenn ihr sowas nicht bekommt, dann müsst ihr sehen, dass ihr eine dickere Pappe oder vielleicht eine Tapete mit Struktur bekommt. Dann könnt ihr das gleiche Ergebnis erzielen wie hier mit dieser Pappe. Hier habe ich kleine Baumscheiben in dunkel und Filzsterne in hell. Weiterhin habe ich hier lange Zimtstangen. Die gibt es jetzt so bei der Weihnachtsdeko oft zu finden. Schaut einmal auch vielleicht in günstiger Läden oder in anderen Abteilungen. Mal schauen. So, eine Schere brauche ich noch und einen Heißkleber. Für so eine gedrehte Spirale braucht ihr jetzt Streifen von dieser Obstschachtel. Um die nun besser zu schneiden zu können, entferne ich zunächst den Boden und schneide die Obstschachtel auf. So. Für diese Spirale brauche ich jetzt Streifen mit 1 cm Breite. Das ist schön, wenn hier oben das so schön huckelig ist. Das gibt hier dieses schöne Muster. Also zunächst schneide ich mal einen Streifen von so circa 1 cm ab. Für die Spirale, die ich hier habe, braucht ihr ungefähr 2,5 von diesen Streifen. Beim nächsten Streifen, den ich abschneide, möchte ich gerne auch so ein bisschen so eine rubbelige Kante haben. Da gehe ich mit dem Scherenrand hier einfach so rüber und schneide dann den nächsten Streifen aus. So, die Streifen wickele ich jetzt zu einer Spirale auf und zwar nehme ich das Papier mit der Struktur nach innen. Wenn ich es anders wickle, bricht das Papier oder die Pappe sehr leicht. So, ich mache erst den Anfang, den fixiere ich mir hier ein bisschen. So, wenn das Papier oder die Pappe mal reißen sollte, brauche ich sie nur wieder mit einem Kleber ansetzen und kann dann weiter wickeln. Das passiert mir auch schon mal. So, ich wickle jetzt eine Spirale, die diese Größe hat. Ihr könnt wählen, ob ihr sie noch größer möchtet oder kleiner. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Dann möchte ich euch zeigen, und zwar, wenn ihr meint, diese Ränder sind hier noch zu glatt, dann gehe ich mit der Schere einfach hin, so im Liegen geht es am besten, und raue die ein bisschen auf. So, hier habe ich nun die Spirale aufgesetzt. Dann habe ich die kleinen Baumscheiben angeklebt, sowie auch die Zimtstangen. Die ganze Bastelarbeit habe ich dann noch mit den Sternchen versehen. So, ich nehme mal den anderen Klotz hier. Da habe ich mal 2 von diesen gewickelten Spiralen aufgesetzt. Das andere ist ähnlich wie bei dem anderen Klotz. Also, ihr könnt eurer Gestaltung freien Lauf lassen. Dies ist jetzt nur mal so ein Anwendungsbeispiel. Die Auswahl an Weihnachtsdekorationen ist besonders groß. Diese Bastelarbeit hat jedoch eine sehr persönliche Note. Wenn ihr noch mehr Ideen von mir kennenlernen möchtet, dann abonniert doch meinen Kanal, denn dann erfahrt ihr sofort, wenn ich ein neues Video ins Netz gesetzt habe. Bis bald, eure Angelika Kippe.